Landwirt Praxistest. Gut zerkleinern und gleichmäßig verteilen. Das ist das A und O beim Miststreuen. Für den Transporter gibt es Aufbauten mit zwei verschiedenen Streusystemen am Markt. Stehende Walzen im Heck oder das Seitenstreuwerk. Wir haben beide Systeme auf den Prüfstand gestellt. Gleichmäßig verteilter und gut zerkleinerter Mist verrottet schneller und lässt das Gras sprießen. Zudem wird das Futter weniger verschmutzt und das Unkrautwachstum gehemmt. Die Arbeitsqualität hängt von vielen Kriterien ab. Von der Art und von der Konsistenz des Mistes, von der gleichmäßigen Beladung des Streuers, von der Fahrweise, vom Kratzbodenvorschub, ob eine Schubwand oder eine Stauwand vorhanden sind und natürlich vom Streuwerk selbst. Folgende Streuer waren bei unserer Vergleichsuntersuchung am Start: der Gaffner 4.56 HR, der ASM 235 von Gruber, der Reform 215 und der 3400 SR von Stöckel. Die Maschinen von Gruber und Reform waren jeweils mit vier stehenden Streuwalzen ausgestattet. Gaffner aus der Schweiz und der Zillertaler Stöckel setzen auf Seitenstreuwerke. Die BLT Wieselburg hat die Streuqualität aller vier Testkandidaten nach der bestehenden Norm IN 13080 untersucht. Darüber hinaus wurden alle technischen Parameter wie Fassungsvermögen, Vorschubgeschwindigkeit und die Rotordrehzahlen nachgemessen und mit den Herstellerangaben verglichen. Für alle Messungen haben wir die Streuer auf einen Reform Muli T10X Hybrid Shift mit langem Radstand und Allradlenkung aufgebaut. Die Längsverteilung haben wir auf vier Raddruckwagen überprüft. Zweimal pro Sekunde wurde das Gewicht ermittelt und daraus die ausgestreute Menge in Kilogramm pro Sekunde berechnet. Bei der Querverteilung haben wir normgemäß Schalen mit 50 x 50 cm überstreut und einzeln verwogen. Ein wichtiges Kriterium bei der organischen Düngung ist auch immer die Futterverschmutzung. Zur Beurteilung versuchte das Untersuchungsteam der BLT mit Hilfe einer Bildanalyse den Bedeckungsgrad zu ermitteln. Kilogramm pro Quadratmeter im Verhältnis zur bedeckten Fläche. Allerdings ist die Auswertung dieser neuen Methode noch nicht ganz ausgereift, weshalb man trotz augenfälliger Unterschiede noch keine endgültigen Schlüsse ziehen kann. Wie sich die einzelnen Miststreuer geschlagen haben, erfahrt ihr in der Landwirt-Ausgabe 7/2018. Dort findet ihr den ausführlichen Vergleichstest mit allen technischen Details und Ergebnissen.